Hallo ihr Lieben, ich bin die Kim und heute gibt es von mir meine Januar-Bücher-Haul, also die Bücher, die ich mir im Januar gekauft habe. Zuerst möchte ich anfangen mit den zwei Büchern, die ich tatsächlich als richtiges Buch gekauft habe. Und zwar ist das einmal The Wrath and the Dawn bei René Adier, auf Deutsch Zorn und Morgenröte. Und der zweite Teil dazu, The Rose and the Dagger. Ich wollte die eigentlich beide in demselben Cover, also nicht so unterschiedlich, wie sie jetzt sind. Leider gab es da ein Missverständnis und ich habe die im falschen Cover bekommen. Ich habe die bestellt bei bookdepository.com, was echt toll ist, dass dort keinen Versand, da man dort keinen Versand bezahlen muss. Und es gibt auch ein Lager in England, also steht auch immer dran, available in the UK oder halt nicht. Und wenn man dann aus England bestellt, sind die ja relativ schnell da. Also man muss nicht so lange warten, wie wenn man die zum Beispiel in Amerika oder so bestellen würde. Und ja, aber der Kundenservice war super. Das hat sich alles geklärt. Und ja, deswegen ist es gar nicht so schlecht. Und eigentlich wollte ich sie in diesem Cover haben, weil ich dieses Cover halt kenne und habe mir extra ausgesucht, dass sie passen. Und habe dann natürlich das erste in diesem Cover bekommen. Und eigentlich gefällt mir dieses Cover fast besser. Aber ich hätte natürlich einfach trotzdem gern beide im selben Cover gehabt. Egal in welcher Ausführung jetzt. Aber naja, jetzt habe ich die beiden halt. Ich habe mir außerdem noch zwei andere Bücher in dieser Bestellung mitbestellt. Ich habe mich aber dazu entschieden, in meinen Hauls immer die Bücher zu zeigen, die ich in dem Monat wirklich bekommen habe. Also die anderen zwei Bücher habe ich auch schon, aber die sind im Februar angekommen. Und ja, deswegen, ich zeige immer die Sachen, die ich wirklich bekommen habe in dem Monat und nicht die Sachen, die ich in dem Monat quasi bezahlt habe. Wenn das Sinn macht, so irgendwie. Außerdem habe ich mir dann noch bei Amazon ein Buch gekauft. Das war ein E-Book und zwar war das We Should All Be Feminists bei Amanda Ngozi Adichie. Und darüber habe ich ja auch in meinem Januar-Wrap-Up schon gesprochen. Das habe ich direkt gelesen. Also wenn ihr da mehr drüber wissen möchtet, könnt ihr das gerne in meinem Januar-Lesemonat euch anschauen. Dann habe ich NetGalley entdeckt im Januar und habe mir dort ein paar Bücher angefragt. Ja, nicht angefragt, sondern angefragt, so heißt das. Und habe dort auch einige bekommen. Ich habe jetzt inzwischen festgestellt, dass ich da vielleicht ein bisschen falsch an die ganze Sache rangegangen bin, weil ich habe es halt durchgeschaut und habe gedacht, ja gut, das Buch hört sich interessant an, anfragen. Das Buch hört sich interessant an, anfragen, weil ich halt nicht wusste, wie das abläuft, wie schnell diese Anfragen auch bearbeitet werden und wie hoch die Chance ist, dass man überhaupt angenommen wird oder wie auch immer, also dass man diese Anfrage, das angefragte Buch auch bekommt. Und ich habe eigentlich fast alle, die ich angefragt habe, bekommen. Und natürlich ist der Sinn von NetGalley ja auch, dass man die rezensiert und ja, Rezensionen darüber schreibt und die halt auch dann natürlich schnellstmöglich liest. Und ja, dafür sind das für mich jetzt eigentlich schon zu viele. Also ich bin jetzt ein bisschen unter Druck. Es sind jetzt nicht mega viele, aber halt trotzdem, ich bin ein bisschen unter Druck. Und deswegen, wenn ihr da vielleicht auch so neu seid wie ich und das anfangen wollt, fragt wirklich erstmal nur oder generell nur die Bücher an, die euch super gefallen und halt auch immer nur wenige. Also immer nur so, damit ihr da auch irgendwie hinterherkommt, die zu lesen. Weil sonst ist das irgendwie ein bisschen blöd. So wie bei mir zum Beispiel. Die Bücher, die ich angefragt habe und bekommen habe, waren einmal Kristallblau von Stephanie Dehm. Und zwar ist es der erste Teil der Fairies-Reihe. Darüber habe ich auch in meinem Januar-Lesemonat gesprochen. Also wenn es euch interessiert, könnt ihr ja da nachschauen. Dann habe ich noch bekommen Die Feuerheilerin von Ursula Neh. Das ist ein historischer Roman, den habe ich auch schon gelesen. Der wird auch in meinem Februar-Lesemonat nochmal besprochen und in meinem Januar-Lesemonat habe ich auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Also alles dabei. Außerdem habe ich bekommen Der Thron von Melangar von Michael J. Sullivan. Der erste Teil der Rüria, wie auch immer man das aussprechen mag, Reihe. Das ist ein High-Fantasy-Epos, also ein Fantasy-Buch einfach, aber kein Jugendroman, sondern ein Erwachsenenbuch. Außerdem angefragt und noch nicht gelesen habe ich Damon, Hearts und Angel Wings bei Jana Goldbach. Das ist auch ein Jugendroman, ein Fantasy-Jugendroman, der aber kein High-Fantasy ist, sondern Contemporary-Fantasy, der also auch in der normalen Welt spielt, aber es gibt halt eine versteckte, übernatürliche Welt sozusagen. Dann habe ich bekommen Die Rote Löwin von Thomas Cibula.
Das ist auch wieder ein historischer Roman. Und nachdem ich jetzt die Feuerheilerin gelesen habe und wieder so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin, sage ich mal, freue ich mich da wirklich drauf, das zu lesen. Dann, was ich auch diesen Monat noch lesen möchte, ist Glashaus bei Christian Geilus, was ein Thriller ist, ein Kriminalroman, bei dem es auch so ein bisschen um Cyberkriminalität geht. Da freue ich mich auch schon ziemlich drauf. Und das letzte Buch, was ich bei dem deutschen NetGalley angefragt und bekommen habe, ist... Meiji, was machst du? Meine Katze schnuppert am Handy. Ich hoffe, sie hat jetzt die Aufnahme nicht ausgeschalten. Oh nein, da gehen wir weg, Meiji. Komm her, mein Schatz, komm her. Nein, Meiji, nein, weg. Super Waffe gegen Katzen. Er rennt schon weg, nur wenn ich das Ding in die Hand nehme. Also, das letzte Buch, das ich angefragt und bekommen habe, ist The Sleeping Prince, ein tödlicher Fluch von Melinda Salisbury. Und das ist der zweite Teil von The Sin Eater's Daughter. Dass das der zweite Teil einer Reihe ist, war mir leider nicht bewusst. Das stand leider nirgends dran. Und ich habe es halt gelesen, habe gedacht, oh, das ist interessant, habe es bekommen, habe es dann halt auch in mein Goodreads eingegeben als To Read und habe dann gesehen, dass es der zweite Teil einer Reihe ist. Deswegen muss ich jetzt erstmal noch schauen, dass ich irgendwo den ersten Teil herbekomme, weil den zweiten Teil zu lesen, ohne den ersten gelesen zu haben, macht ja auch irgendwie wenig Sinn. Dann habe ich auch noch Bücher angefragt bei dem englischen NetGalley, weil ich ja eigentlich auch lieber auf Englisch lese. Ich werde trotzdem weiterhin auch beim deutschen NetGalley aktiv sein, weil einige von den Büchern, die dort sind, sind halt deutsche Bücher, die es natürlich nicht auf Englisch gibt. Und wenn es von einem deutschen Autoren ist oder in Deutsch geschrieben ist, will ich natürlich auch schon lieber auf Deutsch lesen. Aber manche von den Büchern sind halt eigentlich auch schon, die neu rauskommen, die man auf NetGalley so im Vorab bekommen kann, gibt es eigentlich auf Englisch schon. Deswegen ist es irgendwie für mich nicht sinnvoll, die dann dort anzufragen, weil ich die einfach auch auf Englisch lesen kann. Aber alle, die ich jetzt eigentlich angefragt hatte, bis auf The Sin Eater's Daughter, nein, The Sleeping Prince, der zweite Teil von The Sin Eater's Daughter, sind deutsche Bücher. Von daher ist es ja ganz gut, dass ich die dort angefragt habe, weil ich die sonst nicht lesen könnte oder nicht lesen gekonnt hätte, wie auch immer ihr das nennen wollt. Dann zum englischen NetGalley oder zum amerikanischen NetGalley wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht, ob es amerikanisch ist oder britisch oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind die Bücher auf Englisch und die Seite ist auf Englisch und ihr wisst, was ich meine. Also, ich habe mir bestellt. Ich habe angefragt Frost von Caitlin Davis. Das ist der erste Teil von einer Fantasy-Reihe, die Midnight Ice heißt. Da freue ich mich auch schon ziemlich drauf, weil ich ja gerade so total auf dem Fantasy-Kick bin. Ich hoffe aber, dass ich wieder mehr auch historische Romane und so lese. Wie gesagt, Die Rote Löwin, da freue ich mich schon ziemlich drauf. Dann gibt es noch zwei andere Bücher, die lese ich beide gerade schon. Das ist einmal At Water's Edge bei S. McPherson. Das ist auch der erste Teil in einer Reihe. Und auch das nächste Buch ist der erste Teil in einer Reihe. Und zwar ist es The Quests of the Kings bei Robert Everett. Und alle drei Bücher sind wirklich neu, das heißt, die gibt es auch noch nicht in Deutsch. Und The Quests of the Kings kommt auch erst im März raus. Alle anderen sind schon draußen seit Januar oder vielleicht sogar Anfang Februar, bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Aber die gibt es auf jeden Fall alle seit diesem Jahr und das dritte eben ab März. Ja, und beides sind auch Fantasy-Bücher oder Reihen, wie auch immer. At Water's Edge ist wieder Contemporary Fantasy und The Quests of the Kings ist High Fantasy, spielt also in einer kompletten Fantasy-Welt. Und es gibt noch ein letztes Buch, von dem ich euch zu erzählen habe, das ich bekommen habe im Januar. Und zwar ist es Of Kith and Kin von einer Autorin, deren Namen ich leider vergessen habe. Ich werde euch das aber auf jeden Fall in die Bar unten in die Infobox Dingsbums verlinken, weil die Autorin hat mich nämlich über Instagram angeschrieben, weil sie dort meine Reviews gelesen hat und gefragt, ob ich jetzt, der Satz macht keinen Sinn mehr, obwohl ich glaube, er hätte Sinn gemacht, ich habe mich nur selber verwirrt. Ja, und sie hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich Interesse daran habe, ihr Buch zu lesen und eine Review darüber zu verfassen. Und ja, dass ich das Ganze sehr interessant angehört hat, habe ich zugesagt. Und sie hat mir eine E-Book-Ausgabe von ihrem Buch geschickt. Das Buch gibt es auch nur als E-Book. Es ist nämlich eine selbst publizierende Autorin. Also es gehört zu keinem Verlag oder so. Sie hat es selber rausgebracht und das gibt es über Amazon zum Beispiel. Und das werde ich euch natürlich auch unten verlinken. Genauso wie ihre Website oder ihren Blog, wie auch immer.
Ja, und das war's. Ich hoffe, meine Bücherhaul hat euch gefallen. Ich weiß, es waren wenige Bücher und viele im E-Book, aber trotzdem, ja. Ich hoffe, das Buch hat euch gefallen. Natürlich hoffe ich, dass euch dieses Buch hier gefallen hat, weil warum sollte euch dieses Buch nicht gefallen? Ja, wie auch immer. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ich werde wahrscheinlich weiterhin Hauls filmen, auch wenn ich mir selber nicht so viele Bücher kaufe. Aber ja, ich werde ja sehen, ob sich's jeden Monat lohnt, so ein Video zu drehen oder ob ich das lieber gesammelt mache. Aber diesen Monat, dadurch, dass ich NetGalley so ausprobiert habe, hatte ich ja einige Bücher und deswegen habe ich gedacht, ich mache das direkt. Ich werde euch alle Bücher unten verlinken, auch mit dem Goodreads-Link, weil ich ja jetzt zu den Büchern eigentlich nichts gesagt habe, aber die werden ja alle in Lesemonaten oder Leselisten auftauchen. Von daher finde ich das jetzt überflüssig, zu jedem Buch noch was zu sagen. Ja, und das war es eigentlich. Wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen und wenn so, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ups. Wie auch immer. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, lasst mir einen Kommentar da. Sagt mir gerne, welche von den Büchern ihr schon gelesen habt oder welche ihr so neu bekommen habt. Vielleicht auch, ob ihr schon mal mit NetGalley irgendwelche Erfahrungen gemacht habt. Ja. Und das war's dann. Tschüss. Tschüss.